Gut, okay, weiter geht's in diesem Video. Den ersten Teil habe ich gerade fertig gerendert und der lädt jetzt schon mal hoch. Hab gerade festgestellt, man hört leider ein bisschen die Mausklicks und die Tastaturanschläge, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu dolle. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das verhindern soll. Also das Mikro nimmt halt einfach mit auf. Egal, in diesem Video geht es um die Textausrichtung, die Farbe, den Zeilenabstand und Tab-Zeichen. Fangen wir einfach mal direkt an, damit wir nicht wieder, oder damit ich nicht wieder so viel Zeit verquassel. Was hat man gesagt? Textausrichtung als erstes. Ich habe immer noch dieses Gedicht hier offen, was wir schon ein bisschen formatiert haben. Und ich möchte natürlich nicht, dass das hier irgendwie so ganz links am Rand steht. Weil es ist irgendwie, weiß nicht, nicht so cool. Ich möchte das eigentlich hier viel lieber in der Mitte haben. Was jetzt wahrscheinlich viele machen würden, ist einfach mal hier die Leertaste gedrückt halten, bis es in der Mitte ist. Das Problem ist dabei nur, ich zeig das mal hier, es ist irgendwie dann alles nicht in einer Reihe und es sieht auch nicht wirklich schön aus. Mach ich mal kurz rückgängig mit Steuerung und Z, habe ich ja schon mal erklärt. Und es gibt da eine einfache, beziehungsweise zwei einfache Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, ich markiere alles und drücke hier auf zentriert. Ihr seht zwar, die Anfänge sind auch nicht immer gleich, aber es ist halt extrem mittig und es sieht auch nicht schlecht aus. So auf den ersten Blick. Das Ganze könnt ihr natürlich auch wieder rückgängig machen, indem ihr auf linksbündig klickt. Oder aber ihr könnt auch auf rechtsbündig klicken und dann habt ihr das Ganze auf der rechten Seite. Hat auch irgendwie was. Der vierte Teil, Blocksatz, ist wahrscheinlich hier ja ziemlich beschissen. Blocksatz bedeutet, dass ihr, ich mach's kurz so, dass die ganze, dass eine Zeile immer bis zum Ende geht. Weil hier überall mit Enter-Tasten das Ende der Zeile gemacht wurde, sind halt immer nur entsprechend wenig Wörter hier drin. So, und wenn ich dann Blocksatz anklicke, dann seht ihr, was passiert. Es sind riesige Lücken dazwischen, damit die Zeile auch wirklich bis zum Ende des Dokuments, bis zum Ende des Blattes geht. Also es macht bei solchen Sachen hier wenig Sinn. Also hier nochmal zentriert. So sieht es schon ganz okay aus. Ich glaube, hier fehlt ein Leerzeichen, oder? Ne, sah nur so aus. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich mache es nochmal zurück und zeige euch nochmal die zweite Methode, wo wir gleich bei dem zweiten Teil wären. Und zwar die Tab-Taste, die Tabulatoren-Taste, die ist auf der Tastatur ungefähr neben dem Q. Müsst ihr einfach mal gucken, das sind so zwei entgegengesetzte Pfeile, also in unterschiedliche Richtungen und da steht Tab drauf. Werdet ihr schon finden. Auf jeden Fall könnt ihr damit auch ganz einfach Sachen verschieben, in die Mitte verschieben. Und um euch das mal genau zu zeigen, aktiviere ich jetzt mal hier Steuerzeichen. Seht ihr hier schon überall so komische Zeichen? Das ist erstmal egal. Dieser Pfeil hier bedeutet, dass hier ein Enter gesetzt wurde und diese Punkte dazwischen sind halt Leertasten. Also Enter, seht ihr hier genau. Und ja, da kann ich euch jetzt mal genau zeigen, was passiert, wenn ich die Tab-Taste benutze. Und zwar möchte ich auch alles relativ mittig haben, aber ich möchte, dass alles an der gleichen Stelle anfängt, wie hier, also in einer Reihe. Dafür drücke ich jetzt, sagen wir mal, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die Tab-Taste. 7 mal. Dann haben wir das in der Mitte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier schummeln. Und das Unterstrichene wegmachen. Weil sonst wäre hier halt ein Strich, das wäre scheiße. Genau, und dann seht ihr hier diese Pfeile. Die deuten halt immer auf einen Tab hin, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das könnten wir jetzt halt überall machen. Ich mache das mal hier für die ersten drei Zeilen meinetwegen, damit man sieht, was Sache ist. Und ihr seht schon, die Buchstaben fangen wirklich alle an der gleichen Stelle an. Also es ist wirklich eine Reihe. Und das ist ja das, was wir da wollten. Ich mache das jetzt nicht hier mit dem ganzen Rest. Man kann das bestimmt auch noch irgendwie anders schummeln, aber ich wollte einfach nur mal die Tab-Taste hier zeigen. Theoretisch könnte ich auch einfach hier machen und dann könnte ich auch mal einen
weiter einrücken und so weiter und so fort. Also wie ihr da Lust habt. Und ihr könnt das halt auch ganz normal wieder relativ einfach wegmachen. Gut, okay, ich mache das mal wieder aus, weil das irritiert mich ein bisschen. Dann seht ihr auch hier ist halt relativ mittig. Vielleicht können wir ja mal markieren. Nee. Also wenn man markiert und dann Tab drückt, passiert nichts, beziehungsweise wird dann das Markierte gelöscht. Ich gucke da nochmal nach, wie man mehrere Textzeilen auf einmal so weit einrücken kann. Gut. Ich mache nochmal ganz kurz hier diese ganzen Tab-Dinger weg. Ich mache das einfach mit Markieren, das geht am schnellsten. So. Damit ich euch gleich nochmal das mit der Farbe vernünftig zeigen kann. Und damit das hier mal ein bisschen ordentlich aussieht, rücke ich das so in die Mitte ein, wie ich es haben will. Ach, hier oben fehlt auch noch. Das mache ich natürlich auch so. Ich speichere zwischendurch mal, Steuerung S, immer wieder machen, falls der PC mal abschmiert oder sonstiges, dass da nichts verloren geht. Gut, Farbe. Ist eigentlich ganz einfach. Und zwar markiert ihr wieder die Stelle, die farbig markiert werden soll. Und geht dann hier oben bei Zeichenfarbe, beziehungsweise bei Zeichenhintergrund. Hintergrundfarbe müsste es eigentlich heißen. Also das hier ist sowas wie ein Textmarker und das hier ist halt die Farbe, die die einzelnen Buchstaben haben. Ich zeige es einfach mal. Nehmen wir mal Rot. Und hier machen wir das Ganze mal mit. Also ich klicke hier auf diesen kleinen Pfeil daneben, damit ich die Farbe auswählen kann. Weiß ich nicht, auch rot. So. Dann seht ihr halt den Unterschied. Also die Schriftfarbe bleibt hierbei gleich. Also in Schwarz. Die können wir natürlich dann auch noch verändern, aber das macht ja keinen Sinn, die auch noch in Rot zu machen, weil dann sehen wir nichts mehr. Sondern nur, als hätte man damit einen Textmarker irgendwie drüber gestrichen, wird halt verändert. Und hier ist es halt, der Hintergrund bleibt weiß und die Farbe an sich, die Schriftzeichen an sich verändern sich. Ich mache es nochmal rückgängig. Und ja, da könnt ihr dann einfach ein bisschen ausprobieren. Und dann seht ihr hier nochmal Hintergrundfarbe zum Füllen. Da kann man dann halt auch quasi das ganze Blatt theoretisch einfärben. So wirklich druckerfreundlich ist das dann natürlich nicht mehr. Aber es geht auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, warum ich das mache, weil ich das eigentlich gar nicht haben will. Keine Ahnung, nur mal so als Beispiel. Dann seht ihr, dass hier der komplette Schreibbereich eingefärbt wurde. Und ja, das war es eigentlich schon zu Farbe. Ich gucke nochmal fix auf meinen Zettel. Ah, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, was ich euch zeigen wollte, und zwar den Zeilenabstand. Ich mache mal ganz kurz hier wieder Ordnung. Zeilenabstand ist logischerweise dieser Abstand hier zwischen Zeile 1 und Zeile 2 beispielsweise, also dieser schmale weiße Streifen. Und den können wir beliebig halt verändern. Dafür können wir es markieren. Können Rechtsklick drauf machen, das ist der einfachste Weg. Und können hier bei Zeilenabstand zwischen einzeilig, das ist das, was wir gerade haben, 1,5-zeilig und zweizeilig wählen. Ich zeige euch das einfach mal. Seht ihr hier, auf einmal ist da viel mehr Platz zwischen, in dem wir aber nicht schreiben können. Und nochmal das extremste Beispiel, zweizeilig. Es ist halt immer eine komplette Zeile dazwischen, die wir halt nicht beschreiben können. Einen Moment, ich mache es mal wieder auf einzeilig, so. Und wir gehen nochmal auf Format und ich hoffe, es war Zeichen. Ich muss selber jetzt erstmal kurz gucken. Nee, ich glaube, es war nicht Zeichen, es war wohl Absatz. Genau, das wollte ich euch zeigen. Jetzt seht ihr hier wieder Zeilenabstand. Also nochmal, ich habe es markiert, was ich verändern möchte an Zeilenabstand. Bin auf Format und auf Absatz. Genau, auf Absatz gegangen. Und hier bei Einzüge und Abstände gibt es hier unten nochmal diese Option Zeilenabstand. Hier habt ihr halt noch ein paar mehr Möglichkeiten.
Zum Beispiel einzeilig, 1,5 zweizeilig hatten wir ja schon. Proportional mindestens Durchschuss fest. Also zum Beispiel Durchschuss. Da können wir dann einfach mal, mal gucken, was passiert, wenn man. Na, da verändert sich dann gar nichts. Jetzt habe ich mich verklickt. Da können wir dann einfach mal. Jetzt hört er wieder die Klicks so laut, Entschuldigung. Können wir einfach mal 1 Zentimeter machen und dann seht ihr, das ist schon. Boah, das ist eine ganze Ecke. Also da muss man dann halt gucken. Nochmal ein bisschen weniger. Huch, jetzt habe ich auf Hilfe gedrückt statt auf OK. Ja, so könnte es schon eher passen. Machen wir nochmal einen weniger. Genau, so ist es in Ordnung. Es sieht ein bisschen weniger aus als 1,5 zeilig. Und ja, so könnt ihr halt auch ziemlich gut Platz sparen, wenn eigentlich ein Zeilenabstand von 1,5 gefordert ist. Ich meine, das misst ja am Ende keiner wirklich aus. Da könnt ihr halt ein bisschen schummeln, wenn ihr noch Platz braucht. Oder halt andersrum, könnt ihr euch ein bisschen Text halt erschummeln, indem ihr einen größeren Zeilenabstand macht. Aber ich denke, diese Tricks kennt ja eigentlich jeder. Ich mache nochmal den Zeilenabstand auf einzeilig, ganz normal, damit es halt auf eine Seite passt. Und bedanke mich, dass ihr dem Video so lange gefolgt habt. Und ich speichere nochmal. Zack. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Was das genau sein wird, bin ich mir noch nicht sicher. Ich denke mal, ich werde noch ein weiteres Rework machen. Vielleicht zu dem Diagramme-Video oder so. Ja, müsst ihr einfach mal sagen, falls ihr irgendwas Bestimmtes wollt. Sonst mache ich einfach erstmal nochmal ein paar Reworks. Einfach nur, um die Qualität zu verbessern. Bis dann. Ciao.